Steven reagiert. Freunde, es ist Zeit für eine neue Folge von Weinende Frühstücksfreunde. Ehrlich, ich bin so aufgeregt, dass sie wieder da sind. Ich war sogar den ganzen Tag nicht im Internet wegen der Spoilergefahr. Es soll ja spannend bleiben. Ich weiß, schwacher Wortwitz, aber jetzt echt, die Folge soll heftig sein. Es geht los, Play. Tränen aus Freude oder Leid fließen häufiger als man meint. Frühstücksfreunde beim Weinen stets vereint. Das sieht lustig aus. Oh, Birne. Was hast du, Birne? Das ist Löffel. Warum weinst du? Oh, Löffel. Ich habe meine Freunde zu einer Frühstücksparty eingeladen. Aber keiner ist gekommen. Oh, aber deshalb sind wir doch da. Na, wegen deiner Party. Entschuldige, dass wir zu spät sind. Bitte verzeih uns. Oh, ich verzeihe euch. Yay! Ja, Konflikt gelöst. Heilige Katharsis. Ich dachte nicht, dass ich schon so früh in der Folge weinen würde. Oh, was ist das? Ein Kühlschrank? Noch mehr Essen? French Toast? Oh mein Gott, sind das? Frühstückszeit ist vorbei. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Räumt den Tisch ab. Yeah, hol eine Schachtel zum Mitnehmen. Es ist immer nur Platz für ein Essen auf einmal. Und das sind wir, die wütenden Mittagsfeinde. Das Mittagessen, ich wusste es. Theorie bestätigt. Hör auf zu heulen. Hey. Wartet. Vielleicht ist genug Platz für zwei Essen gleichzeitig. Wollen wir es versuchen? Okay, aber das macht mich wütend. Was? Spiegelei. Nein! Avocado? Speckstreifen! Ja! Bitte! Pausenbrot! Sie sind ein Pausenbrot! Was, schon zu Ende? Wow! Ich bin schon gespannt auf die nächste Folge. Wann immer sie auch läuft, habe ich recht. Okay, Freunde, wir sehen uns!